Hallo und willkommen bei Muskelwelter. Ihr seht schon, ich habe heute nur so ein ganz kleines Fläschchen hier auf dem Tisch. Ich habe den Whisky nämlich zusammen mit noch einem Sample davon gestellt bekommen, und zwar vom lieben Christoph von Marussia Beverages Germany. Also, ja, was haben wir denn heute? Wir haben heute einen Castle Camus. Das ist ein, ich glaube, neuer Blend, den gibt es jetzt noch nicht so lange. Es gibt einmal den normalen und einmal den 12-jährigen. Ich verkoste heute erstmal den normalen. Der 12-jährige wird dann noch kommen bei Zeiten. Wie gesagt, habe ich gestellt bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Ich war sowieso gespannt auf die Abfüllungen. Es ist ein Blended Malt, kein Blend. Es ist kein Grain drin, sondern es ist ein Blended Malt. Und zwar. Na? Und zwar von Whiskys der Inseln Islay, Orkney und Skye. Und wie der Christoph ein bisschen gespoilert hat in dem ein oder anderen Stream oder Video oder wo auch immer, je nachdem, wo man ihn mal gesehen hat, ist zumindest bei dem ohne Altersangabe kein Talisker. Zumindest bei dem ohne Altersangabe kein Talisker drin. Sprich, der Teil von der Isle of Skye ist Torrowake. Was auch Sinn macht, weil Marussia Beverages ist, glaube ich, auch der Importeur für Torrowake. Von daher passt das schon ganz gut. Also, Torrowake, vermutlich Highland Park bei Orkney. Und was von Islay, was. Gute Frage. Am naheliegendsten wäre wahrscheinlich Cal Ila, aber man weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich bin jetzt sehr gespannt. Abgefüllt ist der Whisky mit 46%. Ich habe hier so ein 50 cl Sample bekommen. Unverkäufliches Muster steht da drauf. The Castle on the Bay. Castle Camus. Castle Camus ist eine Ruine auf der Insel Skye, die wohl damals strategisch sehr, sehr wertvoll war. Ja, was erwarte ich jetzt? Ich erwarte einen stark rauchigen Whisky, weil Highland Park ist leicht rauchig, Torrowake ist rauchig, Islay ist sehr wahrscheinlich sehr, sehr rauchig. Von daher erwarte ich einen stark rauchigen, robusten, kräftigen Whisky. Also gerade die Inseln, die sind ja ein bisschen stürmischer, die sind ein bisschen wilder. Ich erwarte jetzt eigentlich nichts harmonisch Ausgeglichenes, sondern schon so ein bisschen den Punch, den ich mir auch darunter vorstellen kann. Sofort eine präsente Rauchnote. Deutlich Rauch. So ein bisschen Lagerfeuerrauch, würde ich sagen. Lagerfeuer oder Kaminrauch. Was jetzt im ersten Moment nicht komplett so die Assoziation mit Kalila ist, die ich jetzt normalerweise hätte. Also Kalila geht für mich dann ein bisschen in eine andere Richtung, aber es ist ja nicht nur Islay Whisky drin, ne? Also selbst wenn es ein Kalila wäre, ist ja auch noch Torrowake und wahrscheinlich Highland Park drin. Ist nicht so ganz einfach, hinter die Rauchnote zu kommen. Der hat noch so was, was leicht Frisches, so ein bisschen Heidekräuter oder sowas. Vielleicht auch ein bisschen was Grasiges oder Getreidiges.
Alkohol ist eigentlich ganz gut eingebunden. Aber schon sehr deutlich Rauch. Ich glaube, um dahinter zu kommen, muss ich erstmal probieren. Von daher zum Wohl. Sehr angenehmes Mundgefühl, sehr weich. Und dann, wenn man den runterschluckt, dann kommt so ein richtiger Punch. Rauchigkeit, Rußigkeit, Asche, maritime Noten, dann kommt wirklich auch so eine Salzigkeit mit dadurch. Ein bisschen was Kräutriges, Würzigkeit, jetzt kommt noch so, ja, so richtig schon Jod. Ja, doch, Jod. Ja, ist auf jeden Fall nicht das runde, ausgewogene, was ich vorhin meinte mit da, das würde nicht so richtig für mich passen. Also der ist schon so ein bisschen in your face, also zumindest die Rauchigkeit, die ist schon ziemlich präsent. Ich weiß nicht, ob der Alkohol mir zu gut eingebunden ist oder ob dem das einfach fehlt, aber für mich fehlt so ein leichter Kick. Also bei dem Whisky würde ich sagen, bei der Geschichte, also bei der Zusammensetzung, bei der Geschichte, bei dem Rauchgehalt, den dieser Whisky hat, fehlt für mich noch so ein kleines Ticken Schärfe. Normalerweise kritisiere ich sowas und bei dem tatsächlich hätte ich es mir einen Ticken gewünscht. Jetzt nicht zu stark, aber ein bisschen. Und die hat er nicht. An der Stelle ist er mir dann einen Ticken zu rund, aber grundsätzlich ist er sehr lecker und ich finde es krass, wie präsent der Rauch ist. Und halt dieses Maritime, dieses Jodartige, was ich im Aroma überhaupt nicht hatte. Ja, in der Nase ist das wirklich so ein Lagerfeuer von gestern Abend. Also so eins, was am Morgen noch so langsam ausglimmt. Leicht auch hier diese Gewürze. Also dieses grasig-getreidige, das ist jetzt weg. Und ich habe fast nur noch Rauch. Vielleicht ein Hauch von was Maritimen. Also die Nase tut sich bei dem irgendwie echt schwer. Zum Wohl. Er ist lecker. Also, er hat all das, was ich mir von einem rauchigen Whisky erwarte. Eine schöne Rauchigkeit. So richtig Ecken und Kanten. Bisschen Jod, bisschen Salz. Bisschen Kräuter. Leicht Tannin im Abgang, aber eher wenig. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein bisschen diese Schärfe, dass ich merke, oh, der hat Kick. Ich weiß nicht, ob der 2-3% mehr Alkohol gebraucht hätte oder woran das liegt. Kann ich euch aber gar nicht beschreiben. Und wahrscheinlich wäre es sogar so gewesen, wenn die da gewesen wäre, hätte ich sie kritisiert. Also, es ist bei mir, glaube ich, heute echt eine Tagesform, dass mir das heute ein bisschen fehlt. Von daher seht diese Kritik in Anführungszeichen nicht zu ernst. Also, heute muss ich sagen, hätte das für mich einfach zu diesem Islands Blend gut gepasst. Aber das, da habe ich auch nicht jeden Tag Lust drauf, ne? Also da muss man schon Bock drauf haben. Ansonsten ist der echt lecker. Wie gesagt, nichts für jemanden, der
eher milde und weiche Whiskys trinkt, sondern schon jemanden, der schon mal den ein oder anderen Einsteiger rauchigen Whisky getrunken hat und jetzt mal einen richtig rauchigen Whisky haben möchte. So würde ich das ausdrücken. Also ich glaube jetzt nichts Hochkomplexes für den Fortgeschrittenen, sondern eher für denjenigen, der mal gucken möchte, wie weit geht, rauche ich eigentlich. Preislich auch im Rahmen, so roundabout 45 € kostet der Whisky. Ja, kann man machen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den 12-Jährigen. Da ist natürlich kein Torrawhack mit drin, sondern da ist dann tatsächlich Talisker mit drin. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde den lecker, aber halt muss man Bock drauf haben. Das geht auch nicht jeden Tag. Aber schlecht ist er nicht. Ganz im Gegenteil. Gut. Habt ihr den schon probiert? Wenn ja, lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Würde mich sehr interessieren. Lasst mir eure Meinung zu dem Whisky da. Lasst mir eure Meinung zu dieser Kombination Skye Orkney Islay da. Und generell eure Meinung zu Castle Camus, zu Marussia Beverages und was weiß ich nicht was. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich lese sie alle. Ich versuche auf die meisten zu antworten. Würde mich freuen, wenn eure Nachricht hier drunter ist. Ansonsten haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button. Klickt auf das kleine Glöckchen, dass ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.